Okay, hier ist nichts außer schöne Deko. Wieder mal, ich finde dieses kleine Nachttischchen schön hier. Auch dieses Bett dazu mit den Kissen da. Das gefällt mir einfach hier. Auch so diese Wandteppiche. Wieder diese Hirsch. Was machen diese Hirsche überall? Wo kommen die Hirsche her? Hirsche haben in Varant nichts zu suchen. Mann, Mann, Mann. Da muss der Hirschstein irgendwie erstarkt sein. Der Hirschgeist, keine Ahnung. Da muss ein Druide dahinter stecken. Und ich weiß auch wer. Ja. Gut, dann gucken wir mal weiter. Wo hängen wir denn? So. Ach, hier wird fleißig gekämpft. Moment, ich helfe euch mal. Ja, in den Staub mit ihm. In den Staub mit ihm. Hier, ihr müsst euch nicht bis rein in den Stollen kämpfen. Das Gehacke hier ist übel. So. Dann machen wir das halt mal so. Nein, nicht auf mich. So. Das Blöde ist, ich bin immer in Gefahr, die eigenen Leute anzugreifen hier. So, Mist hier. So, zack. Jetzt aber. Stirb! Ich sagte, stirb! Stirb! Gottverdammt. So. Okay, jetzt kloppen die sich wirklich bis in den Stollen rein hier. Ich fass es nicht. Das ist ja unglaublich hier mit denen. Aua! Sag mal, Dolok ist auch schon sauer auf mich, sehe ich gerade. Sag mal, geht's dir noch gut hier oder was? Verzeihung, war nicht mit Absicht. So, ich fress erstmal was. Sollen die erstmal machen hier? Kleine Auszeit für zwischendurch. Wenn mal der kleine Hunger kommt. Ist ein Snickers. Aua! Nee, verdammt. Wieso gehen die alle auf mich los? Was soll denn der Mist? Hallo? Geht's noch? Die Orks sind sowas von störend hier, finde ich. Das ist... Aua! Was soll denn der Mist? Was hackt denn der auf mich ein hier, der Arsch? Störendes Pack. So, jetzt trinken wir aber mal einen Heiltrank hier. Das sieht ja schrecklich aus bei uns. Und wir haben auch mehr als genug davon. Würde ich mal so behaupten. Okay, den Krieger will ich nicht angreifen. Gib mir doch mal den Sklaven hier. Genau, den. So, zack, rauf auf den verfluchten Sklaven. Willst du mich verarschen? Was steckt denn der weg? Das ist ja... Alter. Diese Orks. Meine Güte. So, Verzeihung. Mensch. Also alleine wäre das... viel einfacher hier, aber die müssen ja unbedingt mitmachen. So, Dolok, lass mal mit dir reden. Mensch. Was machst du hier? Ich brachte Geschenke für die Assassine. Rohlinge aus Erz. Rohlinge aus den Feuern Nochmars. Dafür soll ich ein Artefakt aus dem Tempel bekommen. Aber es wurde gestohlen. Gestohlen von dummen, gierigen Morras. Was hast du jetzt vor? Was glaubst du wohl, Morra? Wir passen auf die Stadt auf. Na, da hast du ja einen super Deal gemacht. Kriegst dein Artefakt nicht und musst dafür auf die Stadt aufpassen. Hilf mir, die Untoten zu besiegen. Morras wie du sind schuld an dem, was geschieht. Ich traue dir nicht. Ihr plündert, was ihr könnt. Und dann haut ihr ab. Ihr habt keine Ehre. Was kann ich tun, damit du mir vertraust? Ich vertraue nur Daro. Er ist ein guter Kämpfer. Er hat Ehre. Wenn er dir vertraut, dann gehe ich mit dir zum Tempel. Wo ist der Tempel? Im Süden. Dort, wo die toten Morras herkommen. Verdammte Morras, ehrlose tote Morras. Okay, wir prügeln uns mal weiter einfach hier durch die Mine. Und schauen mal, wo wir hinkommen. Wir müssen ja irgendwie an diese Kisten kommen, die 6 Stück. Hier liegen ja auch schon Kisten rum, sind die das vielleicht? Ja, schwere Kiste, das werden sie wohl sein. D'accord, d'accord, das ist sehr schön. Gut, haben wir 3 Kisten. Das macht Sinn, wenn noch eine zweite Mine auszurauben ist. Dann kümmern wir uns hier erstmal um die Goldader. Und danach schauen wir uns noch den anderen Stollengang an. Da war ja, glaube ich, noch einer. So, ich scheiße jetzt mal drauf, hier die ganzen Äste und so einzusammeln. Ach nee, ist gar kein zweiter. Ich dachte doch, oder? Ach nee, das sah bloß vorhin so aus, als ob es da noch weitergeht, aber da ist gar nichts. Okay. Gut, haben wir die Mine schon mal, oder den Stollen hier schon mal freigeräumt.
Das passt doch gut. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Durchaus, ja. Okay, hier ist sonst nichts. Ja. Gut. Sonst noch irgendwas? Nein, dann erstmal speichern. Und jetzt Kampf den Untoten. Mal was Neues, was machst du? Zieh bitte die Waffe. Zieh bitte die Waffe mit dem Schild. Schild, 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 Schild. So. Dieser blöde Idiot. So, dann schnetzeln wir uns mal durch die Herden hier. Horden wollte ich eigentlich sagen, die untoten Horden. So, wir müssen jetzt Gorn mit dabei haben, dann könnten wir Gorn of the Dead machen. Mwahaha, oh Gott, war der schlecht. So. Wo ist denn Gorn eigentlich? Ach, ich weiß, wo Gorn ist, okay. Den treffen wir erst ein ganzes Stück später an. Da müssen wir noch ein bisschen Wasser die Elbe runterfließen lassen, bevor das passiert. So. Ja, kein Ding hier, das kriegen wir hin. Die halten ja alle brav Sicherheitsabstand zu uns. Zwar kommt ab und zu mal ein Astschlag durch, aber das überleben wir noch, denke ich mal. Bleib stehen, du Lump. Ich krieg dich noch. So. Ah. Ja, ist ja dann okay. Mensch. Du müsst ja nicht übertreiben hier. So. Der weg. Und noch einer. So. Mensch, so einen Berg runterkämpfen ist immer beschissen. So, der ist auch weg. Noch den Zombie und dann können wir endlich mal weiterkommen hier. Wunderbar. Erstmal Brotzeit. Oder Steakzeit. Wie auch immer. Gut, reicht. Dann ziehen wir mal weiter. Ich denke mal, Südosten wird dann wohl das Richtige sein aus dieser Mischung. Hier von Osten und Südwesten, was sie da uns hingeschrieben und gesagt haben. Ich denke mal, hier wird irgendwo schon die Mine sein. Speichern. Wenn ich sie da so stehen sehe, speichere ich doch erstmal ganz gern. Zack. Kommt mal vorbei, ihr drei. Ein bisschen schneller vielleicht. Na los. Ihr seid doch nicht fußlahm, Leute. Kommen sie an wie drei Checker hier. Ah, verdammt, ich bin auch bescheuert. Voll reingelatscht in den Angriff. So. Okay, und der noch. Wir sammeln hier ordentlich Erfahrung, muss ich mal so feststellen gerade. Wenn jeder von denen 160 gibt und wir hier so viele wegschnetzeln, dann gibt das einen guten Erfahrungsregen für uns. Einen warmen Erfahrungsregen gibt das. So, kämpfen wir die beiden gleich mal. Ah, verdammt. Das war natürlich jetzt ein bisschen... Ja, ist ja gut, Mensch. Ich wollte gerade sagen, wir kämpfen mal hier den Berg hoch und dann wollte ich sagen, es war ein bisschen blöd, mich hier von dem einen so flankieren zu lassen. Aber egal. Jetzt haben sie sich ja hier alle auf einem Haufen gefunden und dann machen wir die auch platt. So, den einen in meinem Rücken habe ich natürlich bemerkt. Aber wenn wir uns jetzt erstmal gegen den durchsetzen hier, dann kriegen wir den anderen auch gleich hin. So, wir schlagen bloß immer drüber mit dem einen Hieb. Das ist ein bisschen blöde. So, essen. Und nochmal essen. Und Schwert ziehen. Und kämpfen. So, hier drüben, das sieht doch schon stark nach Mine aus irgendwie. Als ob hier gleich irgendwo eine Mine kommt. Ja, im Südwesten hätte ja irgendwie keinen Sinn gemacht, denn da ist ja nur offene Wüste, da kann ja schlecht eine Mine sein eigentlich. So, da unten waren wir gerade, da unten ist unser kleines Dörfchen. Ach komm, mal, drehen wir mal hier. Lass mal Seiten tauschen. War gerade Halbzeit, jetzt ist Seitenwechsel. Okay. Da drüben, naja, ich glaube, dort wird sie nicht sein, sondern eher hier oben irgendwo. Ich vermute auch mal, die Untoten, die weisen uns ein bisschen den Weg hier. So, erstmal speichern. Das sieht aus, als ob da eine ganze Gruppe steht. Ein ganzer Packen, ein Sixpack. Bisschen mehr als sechs, okay. Ich habe mich etwas verzählt. Ja, ja. So. Locken wir die mal. Vielleicht nicht alle auf einmal. Wie jetzt? Rastloser Speer. Heißen die alle so? Ich habe gar nicht aufgepasst. Ich kann auch gar keinen anderen mehr anvisieren irgendwie.
Dann eben den rastlosen Speer. Ich habe aber keine Lust, die jetzt hier mit dem Bogen platt zu machen, ehrlich gesagt. Das dauert ja eine halbe Ewigkeit, wenn ich das so durchziehe. Nee, komm, scheiß drauf. Hier, hallo. Bitte mal angetreten. Du hast da was in deiner Brust. So ein bisschen. Nee, die anderen hießen Zombie alle, ne? So, dann wird das wohl der Boss sein. Hier, der mit den kleinen Stöckchen in der Brust. Hallo, geht's noch? Lass mich da erstmal machen hier. Nee, hier sind mehrere rastlose Speere. Okay, dann ist das doch kein Boss. So. Und der nächste, bitte. Das ist ein bisschen merkwürdig hier, dass die alle so warten und dann nacheinander antreten. Ist das hier irgendwie so ein ritualisierter Kampf irgendwie, so ein Battle? Dass ihr alle so One gegen One macht hier? Ne, wie heißt denn das? One on One, so heißt's. One gegen One, jaja. Hm. Dengeln wir mal ein bisschen rum. Denglischen. So. Wir dengeln mal ein bisschen rum. Apropos, ich habe heute gelesen, es wurde jetzt das beliebteste sächsische Wort gekürt. Was war denn das gleich? Ach ja, Ditschen war das. Ditschen, aber ich glaube, das gibt es auch in anderen Regionen Deutschlands. Da heißt es dann Titschen eben. Aber das Ditschen, das ist ja ein richtig sächsisches Wort, ne? Das ist sehr beliebt, ne? Es wird immer noch benutzt. Ne, was ich aber komisch fand, es wurden noch andere Kategorien da gewählt. Eine davon war bedrohtes sächsisches Wort und das war Renftel. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt. So, wir haben die Ruine jetzt schon mal freigekriegt hier. Auch wenn wir immer noch kämpfen, aber ist ja egal. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das Wort Renftel kennt. Ich weiß nicht, wie man das anders nennt am besten. Der Rand des Brotes im Prinzip. Wie nennt man das denn in anderen Regionen Deutschlands? Also bei uns heißt das Renftel und ich habe keine Ahnung, wieso das ein bedrohtes Wort sein soll, weil im Gegensatz zu anderen Worten, wie Ditschen zum Beispiel, ja gut, Ditschen geht eigentlich auch noch, aber es gibt so Worte im Sächsischen, die benutzt keine Sau, weil sie einfach blöd klingen und weil es halt wirklich nur ist, wenn man unglaublich sächselt. Aber ja, Ditschen oder auch das Renftel, das sind eigentlich Worte, die benutze ich zumindest, wenn ich das irgendwie bezeichnen will, immer so im normalen Sprachgebrauch. Ich habe keine Ahnung, wie man das Renftel sonst nennen könnte. Und deswegen habe ich auch keine Ahnung, wie das auf die, wie das gewählt werden konnte zum gefährdeten Wort irgendwie im sächsischen Sprachgebrauch. Finde ich etwas merkwürdig. So einen Erzrohling habe ich gesehen, haben wir gekriegt. Und wir müssen immer noch eine... Gut, da möchten wir jetzt vielleicht nicht gerade runterfallen. Einen Stollen finden müssen wir immer noch, wollte ich sagen. Der muss ja aber irgendwo sein, da bin ich mir sicher. Geht's denn hier irgendwo mal ein Stück höher, dass es sich angleicht aneinander, die Höhen? Ich will nämlich mal hier unten gucken. So, hier sieht's doch gut aus. Komm, hüpf mal. Geronimo! So, bist du da? Ja. So, da latschen wir nochmal kurz hier unten den Fels ab und dann gehen wir mal zurück und erstatten mal Bericht hier wegen der Ruine und schauen mal, was es dafür gibt für uns. Aber erstmal, nee, ist doch keine Höhle. Doch, ist eine Höhle. Super! Ha! Stopp! Ja, ich weiß, wer das ist. Wir sind, glaube ich, vor Bakaresh gelandet jetzt gerade aus Versehen. Ja, genau, das dachte ich mir. Das müsste Sinica sein, wenn ich mich nicht irre, ne? Genau. Ich bin Sinica und eigentlich sollte dies ein Versteck sein. Tja, ist wohl nicht versteckt genug. Offensichtlich nicht. Du kannst dich hier eine Weile ausholen. Aber versuch keine Dummheiten und lass mich in Ruhe. Ich finde das geil. Ey, du hast mich in meinem Versteck gefunden. Ach, ruh dich hier ruhig aus. Ist okay. Ich kenne dich nicht, aber ruh dich aus. Okay, ja, mit Sinica können wir nichts anfangen derzeit. Das kommt erst später dann. Gut, dann bin ich hier jetzt aber auch falsch. Dann bin ich falsch abgebogen sozusagen. Habe ich die falsche Abfahrt genommen. Gehen wir mal zurück. Aber jetzt können wir halt jetzt nochmal ein bisschen hier die Umgebung uns angucken. Gut. Wir müssen, ich weiß nicht, wo könnte die Höhle denn noch sein? Ich glaube, in dem Stollen ist auch... Nee, in dem Stollen ist keiner drin. Das ist ein anderer Stollen. Den finden wir woanders in der Wüste, glaube ich. Es gibt noch einen Stollen, da finden wir einen der Wassermagier drin. Dessen Namen ich jetzt auch nicht verrate. Wir wollen ja nichts vorwegnehmen. Aber das ist, glaube ich, nicht der, den wir gerade suchen. Und ich bin mir echt nicht sicher, wo der ist, der Stollen hier. Den wir jetzt suchen, meine ich.